Motivation. Gegeben folgendes Problem. Der Hamster soll bis zur nächsten Wand laufen, dabei alle Körner einsammeln, die er findet, und an der Wand genauso viele Körner ablegen, wie er eingesammelt hat. Das geht mit den Mitteln, die uns bisher zur Verfügung stehen, nicht. Damit kann man dieses Problem nicht lösen. Denn was braucht man zum Lösen dieses Problems? Ja, man braucht sowas wie ein Gedächtnis. Der Hamster muss sich merken können, wie viele Körner er auf dem Weg zur nächsten Mauer gefunden und eingesammelt hat. Dieses Gedächtnis kann man vergleichen mit einem Speicher. Hier werden halt Daten, Werte gespeichert. Ja, und was er auch können muss, der Hamster, ist, er muss zählen, rechnen und vergleichen können. Dazu benötigt er bestimmte Operationen, wie die Addition oder die Multiplikation, und Vergleichsoperationen, wie den Gleichoperator oder ein Ungleich- oder kleiner, größer Operator. Das Programmgerüst, was sich dann letztendlich ergibt, was dieses Problem löst, sieht folgendermaßen aus. Zunächst muss sich der Hamster merken, dass die ja am Anfang gefundene Anzahl an Körnern 0 ist. Und dann läuft er los. Und zwar so lange, wie vorn frei ist. Weil vorn frei hüpft er jeweils ein Feld nach vorne. Und auf jeder Kachel nimmt er die dort liegenden Körner auf. Jedes Mal, wenn der Hamster ein Korn aufgenommen hat, muss er entsprechend die bisher gefundene Anzahl an Körnern um 1 erhöhen. Und irgendwann ist er dann an der Mauer angelangt. Und dort macht er Folgendes. Er hat jetzt ja eine bestimmte Anzahl an Körnern im Maul, beziehungsweise eine bestimmte Anzahl an Körnern unterwegs aufgenommen. Und jetzt macht er Folgendes. Er muss diese ja wieder ablegen. Und das macht er so lange, wie die gefundene Anzahl Körner größer als 0 ist, legt er entsprechend ein Korn ab und erniedrigt jeweils die gefundene Anzahl um 1. Das heißt, wenn er 4 gefunden hat, dann gibt er entsprechend 4 Körner wieder ab und in jedem Schleifendurchlauf erniedrigt er die gefundene Anzahl um 1. Das heißt, 4, 3, 2, 1, 0 sind hier die entsprechenden Werte dann.